Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie da sind. Unsere neue Ausgabe der Nah dran ist wieder vollgepackt mit allerlei Wissenswerten rund um unsere parlamentarische Arbeit. Diesmal erfahren Sie, was es mit unserer Holzfaserstrategie auf sich hat, warum uns die Einführung eines Lobbyregisters in Bayern so wichtig ist und wie wir uns die Energieversorgung der Zukunft vorstellen. Außerdem stellen wir Ihnen das Ergebnis der Haushaltsberatungen vor und zeigen, wofür wir unsere Fraktionsinitiativen zum Haushalt genutzt haben. Auch die Corona-Pandemie prägt weiterhin unsere Arbeit im Landtag. Denn sie hat ein Schlaglicht auf Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre geworfen und viele Transformationsprozesse in Gang gesetzt. So sollte mittlerweile auch allen klar sein, dass eine wohnortnahe medizinische Versorgung das A und O ist. Was wir Freien Wähler in der Staatsregierung tun, damit die Menschen überall im Freistaat auf eine flächendeckende und umfassende Gesundheitsversorgung zugreifen können, erfahren Sie in unserem Schwerpunkt dieser Ausgabe. Und weil wir mittlerweile die Hälfte der Legislaturperiode erreicht haben, möchten wir gemeinsam mit Ihnen zurückblicken und Ihnen einen kleinen Überblick über das bislang Erreichte geben. Sie erinnern sich vielleicht, der Start der ersten schwarz-orangen Landesregierung in der Geschichte der Bundesrepublik war zunächst von einer gewissen Skepsis begleitet, wie sie neuen Regierungsbildungen häufig zuteil wird. Doch jetzt zur Halbzeit dürfte kein Zweifel mehr daran bestehen, dass unsere bürgerliche Koalition ein Erfolgsmodell mit echtem Nachahmungspotenzial ist. Mehr noch, unsere besonnene sachorientierte und ideologiefreie Politik, die uns Freien Wählern seit vielen Jahren auszeichnet, ist zum Wesenskern der bayerischen Staatsregierung geworden. Zudem ist Schwarz-Orange zu einem Synonym für eine Politik auf Augenhöhe geworden. Nur so, gemeinsam und ressortübergreifend, konnten und können wir die großen Herausforderungen meistern, die mit der Corona-Pandemie verbunden sind und die das vergangene Jahr unserer Regierungszeit geprägt haben. In dieser Ausgabe der Nah dran möchten wir auch einen Ausblick auf die kommenden 2,5 Jahre wagen. Denn auf den bisher umgesetzten Ausruhen wollen wir uns nicht. Wir müssen unnötige Bürokratie abbauen und mehr Bürgernähe schaffen. Wir müssen uns auf große industrielle Strukturveränderungen einstellen. Bildung, Digitalisierung und die Stärkung des ländlichen Raums werden auch in der zweiten Hälfte der Legislatur unsere Agenda prägen. Unser Credo bleibt dabei. Wir liefern, was wir versprechen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ich habe Ihnen Lust auf diese Ausgabe gemacht und wünsche Ihnen wieder viel Freude beim Lesen und Stöbern. Und vor allem, bleiben Sie gesund.